Hallo und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Nach einer arg zerstückelten vorigen Folge und sowieso diversen Sammelfolgen geht's jetzt endlich in der Story weiter. Nachdem ich ganz kurz zur Pistole reingehe, hier, und ein bisschen was ausgebe, um es wegzubekommen einfach. Und zwar habe ich mich hierfür entschieden, für die Nachladegeschwindigkeit und wahrscheinlich sogar zweimal das Ganze. Ja, das sieht mir okay aus. So. Jetzt raus hier und dann aber endlich wieder vorangeschritten. Und zwar in die mysteriöse Treppe rein, die Jacob geöffnet hat. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Oder wer. Eine bröckelige Wand auf jeden Fall. Die erwartet uns und sonst eigentlich nicht viel, oder? Hier ist erstmal nichts. Nichts, nichts. Okay, dann rein da. Alles nicht mehr so ganz frisch. Okay. Das Orrery? Was ist denn das für ein Wort? Bin kein Archäologe, kann ich leider nicht einordnen. Das Orrery. Orrery. Keine Ahnung. Naja, irgendwie muss es ja heißen. Guck mal, da unten funkelt's schon. Ohohoho. Dann gehe ich als erstes mal da runter, bevor ich mich hier mit den... Ja, ja, genau. Mit den Breitblattpfeilen... Wandbesteigung. Mehrere Breitblattpfeile können in dieselbe Holzoberfläche geschossen werden. Ein roter Zielring zeigt an, dass die Schüsse nah... Na toll. Gerade jetzt geht's weg. Aber ich kann euch was sagen. So, das gab ein bisschen Stuff. Ich kann euch was sagen. Ich hab's inzwischen kapiert. Also... Als die Mechanik neu eingeführt wurde, habe ich nicht richtig gelesen, wie das so oft der Fall ist. Und habe mich gewundert, warum hier immer irgendwie so ein Radius ist. Der... Was war das gerade? Muss ich da nicht einen Pfeil reinschießen? Halten Sie zum... Ah, ich muss es aufladen. Okay, ich habe es doch nicht verstanden. So. Und zwar folgendes. Wenn ich zu nah dran schieße, ist es rot. Dann fliegt der Pfeil, den ich schon geschossen habe, weg. Und wenn ich aber weit genug weg bin, dann ist es grün. Und dann geht das. So. Mal sehen, ob das so funktioniert. Oh! Oh. Ja, doch. Die Mechanik ist großzügig. Ja. Funktioniert. Sehr schön. So, muss ich jetzt vielleicht Pfeile wieder herstellen? Nein. Kann auch nichts herstellen. Okay. Aber eine andere Waffe ist mir trotzdem lieber. Man weiß ja nicht, wer kommt. Oh. So ein Quatsch. Natürlich brauche ich die Waffe. Doing. Ich muss... Aha, ich muss da hoch. Das ist unabhängig voneinander. Nee, das geht gar nicht. Ach, herrje. Da muss ich ja aber ganz weit nach oben. Ich probiere mal, ob da noch einer geht. Ja, da geht auch noch einer. Okay. Und es verbraucht keine Pfeile, ne, oder? Ja, einen habe ich daneben geschossen, deshalb. Oh, das ist aber schon sehr kritisch, wenn man hier mal so eine Sprünge machen muss. So, jetzt war der Gedanke einfach da hoch, genau. Da geht's ja auch noch rüber. Und da geht's ganz nach oben. Dann probiere ich mal das aus. Hahaha. Und schon hat sich's gelohnt. Ein Rucksäckchen. Gut. Und ein Fähigkeitspunkt durch die EPs. Sage ich doch auch nicht nein. So, habe ich schon was verpasst? Man sieht gar nichts. Also was dieser Rucksack... Ja doch, da komme ich jetzt hin. Ich setze mal erstmal den Wegweiser, versuche es aber so zu finden. Ich stand jetzt gerade mit dem Rücken dazu. Schon das nächste Feuer. Nö, Feuer brauche ich nicht. Gibt mir nur EP. Aber ich war ja gerade an einem. Ah, Erz. Geht nochmal Erz? Ja, tatsächlich. Ja gut, dann leuchte ich das Ding hier auch nochmal aus. Da hinten ist auch nochmal Erz. Und hier sind die Pilze, die nicht gehen. Und Erz ist schon wieder vorbei. Gut. Ah, das geht doch hier bestimmt. Haha, zur Seite rein. Hätte ich wahrscheinlich sogar ohne den Rucksack gefunden. Aber was soll's. Ein Schweinchen und zwei Muttern. Wenn man so nicht direkt die Folge nennen könnte. So. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier passiert.
Ich bin ja in einem Gebiet. Oh. Das sind keine Fledermäuse, das sind richtige ausgewachsene Vögel. Ich wollte sagen, ich bin ja in einem Gebiet, was nur mit Geheimgang zugänglich ist. Das heißt, es dürften hier eigentlich keine Gegner kommen. Was da nicht alles fliegt. Wow. Okay. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Na, da habe ich ja eine Aufgabe. Puh. Soll hier noch was sein? Hier kommst du doch nicht hoch. Nee. Okay. Zwängen wir uns da rein. Jetzt fällt mir gerade ein, bin ich an dem Feuer vorbeigelaufen, wo ich schon den Fähigkeitspunkt hatte? Das war dann natürlich doof. Aber egal. Die Zeit wird kommen. Sagen wir mal so. Aha. Jetzt habe ich mir ungefähr 3 Rückenwirbel gebrochen gerade. Aua. War da was? Ich habe halt die Abkürzung genommen. Nee, ne? War nichts. Ist der Rückweg. Okay. Wups. Weg der Unsterblichen. Das ist unglaublich. Wieder so ein riesen Atlas hier, wow. Mal sehen, wie das funktioniert. Ja, das wollen wir mal sehen, tatsächlich. Ich hänge mich ran und setze damit alles in Bewegung. Ah. Oder ich schieße halt Pfeile drauf. Aber ich kann sie nirgendwo befestigen. Oh, ich traue mich nicht. Das sieht sehr halsbrecherisch aus. Ah, ich kann natürlich an einem ziehen. So. Ach so, jetzt ist das schon mal näher dran. Dann kann ich rüber, hoffentlich. Ja, hat funktioniert. Bestens. Könnte ich mir nicht schöner wünschen. Vielleicht war es noch nicht richtig ausgerichtet, aber es sah doch so aus, als wenn ich da rankomme. Dann lauf nicht wieder hier so komisch. So, ich zieh nochmal. Es aktiviert ja nichts. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ein Uhrwerk in Gang bringe. Also ich will jetzt hier eigentlich einmal direkt rüber. Na komm, dreh dich noch ein bisschen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Okay, da müsste ich ja wohl stehen können. Wow. Hier liegt nicht zufällig irgendwas rum. Wäre auch zu viel des Guten. So, jetzt da hoch. Schätze, dass ich da nicht irgendwo hochkomme. Da springe ich jetzt nicht. Ach ja, ich kann den Bogen nicht benutzen, wenn ich hier oben bin. Also muss ich was vorbereiten. Ich ziehe mal da. Was auch immer mir das bringen mag. Ah, ich muss noch mehr ziehen. Das ist zum Schwingen gedacht. Ach je. Was ist das denn hier alles? Da kann ich noch ziehen. Ach du Schreck. Oh Schreck, oh Graus. Mal hier noch ein bisschen weiterziehen. Oh Mann. Soll ich da unten hin? Die kann ich nicht bewegen. Die auch nicht. Und da komme ich her. Okay, dann muss ich jetzt mal planen. Mal sehen, ob da was planbar ist. Also ich könnte rüberschwingen und lande vielleicht auf dem Ding da hinten, was extrem schmal ist. Dann muss aber, glaube ich, der andere da noch ein Stück weiter. Das mache ich mal von hier aus. Wenn das denn geht. Ich würde den gerne noch ein Stück rumdrehen. Ja, das funktioniert. Dann kann ich da nämlich hoch. Die Musik hörte sich gerade so an, als hätte ich was richtig gemacht. Ah! Oh. Ah!
Ach, Mann. Ja. So, ist hier noch alles ausgerichtet. Nein. Warum nimmt jetzt Lara den Leuchtstab? So. Probieren wir es einfach nochmal. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier springe... Also hier. Das muss funktionieren. Oh mein Gott. Puh. Ah. Oh. Ach, Scheiße. Wieder so eine Geschichte, die man in echt niemals machen würde. Nie, nie, niemals nicht. Oh. Aber dafür gibt es immerhin EP und Münzen. Nicht zu unterschlagen. So, mehr ist doch hier nicht, oder? Okay, hier geht's dann ganz nach oben. Was? Ich kann interagieren? Oh, ich kann hier was machen. Gehen wir erstmal noch in die andere Richtung. Ha! Nee, ich dachte, das leuchtet. Das reflektiert nur. Okay. Hier kann ich irgendwo springen. Vielleicht kann ich das Ganze jetzt bewegen. Das sieht aus wie so eine Riesenschere, ne? Okay, ich kann... So. Habe ich es jetzt gelockert? Jetzt wird das fixiert. Hä? Zieh mal. Oh, geht nicht. Du kriegst nicht wieder zurück? Interessant. Ich dachte, ich hätte auch noch... Hä? Jetzt zieht sich von selber zusammen? Was ist denn hier los? Okay. Also. Ich schwinge jetzt einfach mal darüber, ohne bisher irgendwie zu wissen, was hier passiert. Ich meine, hier kann ich weiter. Hier ist nochmal so ein Ding. Ich kann es aber eh nicht drehen. Insofern, was hat das schon zu bedeuten? Das kann ich auch nicht drehen. Da oben ist noch was. Das kann ich auch nicht bewegen. Okay, ich gehe mal hier rüber. Hm. Da geht noch ein Weg lang. Erstmal hier gucken. Nichts, nichts und wieder nichts. Vielleicht komme ich eine Ebene höher wieder raus, wenn ich jetzt hier reingehe. Oder ist es einfach nur was zum Lesen, aber leider nicht mongolisch, würde ich sagen. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Ja, toll. Dachte erst doch mongolisch, weil sowas von Mongolen gesagt hat, aber dann war es doch wieder nur griechisch. Na toll. Hier ist doch nichts. Schade. So, okay, dann mal gucken, was ich hier mache, wenn ich das Ding jetzt schiebe. Irgendwas hat sich doch gelöst. Es dreht sich. Okay, ach heie. Oh Gott. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Ah. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ach du Scheiße, das ist ein Sternenmodell, an dem ich jetzt rumhampel. Na super. Muss jetzt wieder zurück? Ach du Scheiße. Oh nee. Vor allen Dingen will ich noch höher? Ach du Scheiße. Ich schätze mal, ich kann es jetzt auch nicht mehr anhalten. Oder? Kann ich hier noch was machen? Oh, ich könnte. Ich halte das jetzt mal so. Mal sehen, ob das irgendwas stoppt. Bisher ist es ja zu kurz. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr so weit ran, wie es mal war. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kommt auch kein Element, was es jetzt wirklich stoppen würde. Oder womit man es stoppen würde. Nee. Okay, also es bewegt sich und ich darf da jetzt... Ach du Kacke. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich zurück muss, ob ich höher muss. Wahrscheinlich höher, ne? Wenn mal so eine Plattform hier ist. Die jetzt leider gerade... Ach so.
Muss an der anderen Seite hoch. Ei, Karamba. Wenn sich's nach hinten gedreht hat. Oh. Bisher ist nichts Hilfreiches dabei. Außer vielleicht der Haken, der jetzt kommt. Damit ich erstmal wieder in die Mitte zurückkomme. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh. So, jetzt auf die Seite rüber. Mit einem anderen Haken vielleicht. Um dann nochmal Anlauf nehmen zu können, um höher zu kommen. So, vielleicht sogar der gleiche Haken. War das der? Nee, oder? Ach, je, ach, je. So, und jetzt gucken wir, dass wir, ich glaube, an dem Ding da hochkommen, dass wir eine Ebene höher sind. Scheiße, was wäre jetzt gewesen? Also hier geht's auch nicht? Also wenn ich jetzt von der Seite ranspringe, komme ich ja nicht hoch. Ach, je, ach, je. Und es muss ja von hier gehen. Verdammt. Okay, ich beobachte es nochmal von der anderen Seite. Da hat es eigentlich das gleiche Problem. Bin ich auch nicht so richtig ran. Ich muss den Rhythmus doch wieder verändern, oder? Also. Achso, ich kann es ja ausfahren und dann von hier aus ranspringen vielleicht. Oder überhaupt von hier aus ranspringen. Ich fahre es lieber aus. Oh weia, kommt's schon? Es war hier. Scheiße. Ja, da komme ich doch auch nicht ran. Wann komme ich an das Ding ran und von wo? Von der Mitte wird es ja wohl nicht der Fall sein. Kommt immer auf der rechten Seite an, also hier. Oder mal anders gefragt, was ist, wenn ich da oben bin? Wo komme ich dann hoch? Oh, schön hier auch mit dem, den Sternen. Dann bin ich da oben drauf, will ich dann irgendwo hinspringen? Wüsste ich auch noch nicht, wo. Geht's da nochmal irgendwo höher? So, also hier jetzt ranspringen kann ich... Doch, kann ich eigentlich auch, ne? Mit dem Haken. Ich will jetzt halt nichts riskieren. Ich warte nochmal eine Runde ab. Ist gerade ein bisschen ätzend, aber... Das ist vielleicht das, was ich machen soll. Also dann von hier. Dann wäre aber das ziemlich irreführend, ne? Diese kleine Rampe, die es ja auch auf beiden Seiten gibt. Hm. Come on. Und dann falle ich in die Tiefe, das sehe ich doch schon. Ja, genau. Super. Das war's dann wohl nicht. Scheiße. Ja, und nu? Auf welchem Stand sind wir denn jetzt hier? Auf dem gleichen, oder? Sie hat ja schon zwischendurch was gesagt. Ja, geil. Und nu? Vielleicht mal rausfinden, wofür man das hier noch ausstrecken kann. Vielleicht ist das einfach nur, um da... Um darüber zu kommen, wollte ich sagen. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Der Spruch ist allerdings schon ein bisschen älter. Das heißt, ich muss noch irgendwas machen. Ist doch verdächtig, dass die so weit oben sind, beide. Da muss ich doch noch irgendwie hoch. Und dann vielleicht da irgendwo ran.
Erstmal warte ich jetzt wieder auf das Teil, fürchte ich. Oder muss ich doch von der Mitte aus... Oh Gott. Ach, nee. Ja, das sind die Nachteile an solchen Hampelmechaniken. Wenn du irgendwo hängen bleibst, dann ist vorbei. Was ist denn jetzt los hier? Na komm. So, jetzt gucke ich mal, ob ich von innen... Hier, wo ist es denn? Hier. Ah, okay. Naja, gut. Muss ich von innen starten. Ach du Scheiße, so. Jetzt gehe ich mal an die äußerste Stelle und gucke, wo ich irgendwas treffen kann. Da so ein Ding zum Beispiel, ja, um da hochzukommen. Ohohoho. Oh, wobei, wobei, wobei. Wobei, jetzt hänge ich hier. Es ist ja auch nicht die Lösung. Was? Geduld? Soll ich woanders rauf? Hier auf. Ja, okay, okay, ich drücke ja schon. Ah! Oh. So, geht's hier irgendwo noch höher? Ich sehe gerade nichts. Außer die Mitte halt. Aber was mache ich, wenn ich da bin? Kann ich da in der Mitte hochklettern oder was? Ah doch, da sind diese weißen Balken. Die müssten irgendwie funktionieren. Boah. Okay. Wer denkt sich denn sowas aus? hä? Und nu? Ach so. Oh Gott. Ach du Scheiße, das wird ja mal schlimmer. Oh, ist hier ein Auge drauf gemalt? Boah. Okay, jetzt kann ich zu so ziemlich allen Seiten absteigen. Ich geh mal zu der, falls da was ist. Eigentlich nicht, aber das Spiel überrascht einen ja immer wieder mit irgendwas. Nein. Die Frage ist, will ich auf dieses schmale Ding jetzt rüber? Weil ich ungeduldig bin. Natürlich will ich das. So. Zu den anderen Seiten gibt es ja wohl nichts. Außer jetzt zu der. Na dann. Hier gibt es Zeug, aber auch nicht besonders viel. Und Münzen, immerhin 7 Stück. Und hier wird es eine Fähigkeit geben, oder? Sieht doch so aus. Das war ja wie ein Grab im Grunde. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Oh, was kann ich denn jetzt? Klassische Ausbildung heißt die neue Fähigkeit. Und was macht sie mit mir? Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Ist das jetzt notwendig hier? Das war doch kein Grab, wenn ich mal fragen darf. Das ist der normale Fortschritt. Und das ist ein Überlebensversteck, falls ich dran vorbeilaufe. Ich jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Ja, jetzt aber muss das Timing stimmen. Jetzt erstmal nach unten. So. Ach, hier geht's doch gar nicht mehr hoch. Schön. Dann hier wieder hoch. Na, guck. Jetzt muss sie es bis ganz nach oben schrappballer. Okay. Ach du Kacke. Wie hoch geht das hier? Gar nicht hoch. Wo will ich denn lang? Ich mach mal 3. So. Und dann muss ich gucken. Oh Mann. Sowas möchte ich auch nicht in echt machen. Müssen. Mal gucken, wie großzügig ich sein kann. Wird schon eng.
Ob ich da noch einen dritten schießen kann, ich glaube nicht. Nee. Ah, doch, ganz in die Ecke. Kleine Treppe gebaut. Oh, das funktioniert doch niemals in echt. Boah. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Weg der Unsterblichen und durch den Gletscher. Na schön. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Und Kärtchen. Ein Dokument in Sicht und hinter mir ist... Komme ich von hier? Tatsächlich. Ho, 100% abgeschlossen. Das ist schon mal schön, aber da gab es ja auch nicht viel zu sammeln. So. Okay, hier kommt ein Dokument. Wo kommt es denn? Hier kommt es. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen. Aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Merkst dir, der Prophet liebt selbst seine Feinde. So. Geht mal wieder Holz? Nein. Geht hier irgendwas? Vermutlich nicht. Okay, dann geht's jetzt hier hoch. Ah, das Eis sieht schon echt schön aus. Ich will's allerdings nicht auf den Kopf bekommen. Θα τους σκοτώσετε όλους! Η πηγή δεν θα μετακινηθεί! Θα υπακούσετε την διαταγή του προφήτη! Στα όπλα! Την κρόστε! Την βλέπω! Νο! Αχ, χαγή! Also das da oben erinnerte mich gerade an eine Szene aus dem vorigen Tomb Raider, aber jetzt geht's ganz anders weiter. Oder auch nicht, also zurück geht's zumindest nicht. Oh. Ah, geht nicht. Zu voll. Ach. Was? Wo soll ich nie weiter? Oh. Einfach mal auf Verdacht. Weil sie da so lustig sich orientiert hatte. Na nun. Ach so.
so, da muss ich höher. Man sieht es eigentlich auch schon. Und zwar einhaken und oben lang. Ups. Oh. Nein, 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 nein. Ach komm. Ich wollte die Hakenaxt nehmen. Hat sie nicht gemacht. Oder ich habe falsch gedrückt. So. Einen Versuch noch. War auch ein bisschen eine blöde Perspektive, muss ich sagen. Man wusste nicht, wo man drücken sollte, um nach vorne zu kommen. Vielleicht muss ich das ruhiger angehen. Also, wenn ich jetzt erstmal noch ganz nach vorne laufe. Da hat sie ausgehaucht. Ja, das ist dann wohl... Das ist dann wohl ein Fall für die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.